Willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Parfümwoche. Wir starten wie immer mit dem Kommentar. Ein tolles Video, also erstmal vielen Dank. Könntest du die neuen ALDs, also Ari Schlüderis, ergattern? Ergattern nein, aber theoretisch sollte ich die bekommen und da wird wahrscheinlich dann auch etwas dazu vorgestellt. Also dazu ist was in Planung, ja, Video. Habe ich vor, deshalb habe ich das mal mit reingenommen. Und ich bin selber mal gespannt, weil irgendwie die Marke hat immer so ein bisschen so ein Auf und Ab, habe ich so das Gefühl. Ne? Anfangs krasser Hype, dann ging es mal wieder runter und jetzt aktuell, glaube ich, zieht es wieder an. Also schauen wir mal. Bin selber gespannt und hoffe, das klappt und ich komme da noch ran und kann die vorstellen. Wäre ebenfalls spannend, absolut. Nun zu drei weiteren Neuerscheinungen. Also der allererste ist ein Galarduft aus deren L'Art et la Matière, deren exklusive Reihe. Da ist ein neuer rausgekommen und zwar der Honey, nee, andersrum, Tobacco Honey, so rum. Also ich glaube, der Name sagt schon sehr viel darüber aus, wie der Duft riecht und ich muss auch sagen, ja, das bekommen wir auch. Also wir bekommen einen, ich finde eher so einen Shisha-Tabak, um ehrlich zu sein. Also eher so diesen feuchten, leicht fruchtig, diesen nassen Tabak. Also der so ein gewisses Gewicht hat, dennoch aber also eher etwas angenehmer, sage ich jetzt mal, riecht. Weil es ist nicht so dieser Aschenbecher-Tabak, den es zum Teil auch gibt, der so sehr rau und kratzig riecht. Hier, wie gesagt, sehr feucht und eher angenehm fruchtig, sage ich mal. Das Ganze natürlich irgendwo auch aufgrund wahrscheinlich dieser doch sehr, sehr ausgeprägten Honignote irgendwo so ein bisschen untermalt, unterstrichen. Das macht das Ganze ja auch doch etwas süßer und geschmeidiger, sage ich einfach mal. Deshalb trifft der Name am Anfang auf jeden Fall sehr, sehr gut zu. Ganz klar, also schöner, feuchter, nasser Tabak, der ja sehr mit dichtem, süßen Honig quasi so unterstrichen wird. Es ist dennoch finde ich ein leicht düsterer Duft, also er hat so ein bisschen was Dunkles unten drunter, er wirkt nicht allzu freundlich. Ich kriege auch irgendwie so was Würziges noch raus, so eine Gewürznelke, vielleicht sowas in der Richtung. Also das kommt auch noch mit bei, aber es ist schon sehr fokussiert auf diesen Honig-Tabak-Mix, gar keine Frage. Aber es ist schon ein schwerer Duft, also er hat schon eine gewisse Süße an sich, man merkt die DNA von Gala, also diese Handschrift. Merkt man schon. Es erinnert auch irgendwo so unten drunter an einen dieser letzten Oud-Düfte. Ich glaube, sogar dieser Cherry-Oud. Wie der so hinten raus wird. Also das kriege ich auch so ein bisschen raus, vielleicht kennt ihn jemand. Also die ja, aktuelle Marken-DNA spiegelt sich definitiv wieder. Ich habe es auch geschrieben, ja. Es wird so ein gewisser Shisha-Tabak, der zunehmend mit so einem Schuss Vanille auch immer mehr untermauert wird. Na, darf natürlich nicht fehlen in der Reihe. Ist ja irgendwie gefühlt fast immer Vanille mit bei. Der Duft, ja, er wird, finde ich, nie zu schwer. Also es wird nie zu erdrückend. Man muss süße Düfte mögen, das auf jeden Fall. Sonst wird es, glaube ich, schwierig. Also die alle so ein gewisses Gewicht mitbringen. Sonst ist der schon zu viel. Aber er kriegt hinten raus eher nochmal so einen Ticken trockeneren Touch. Er wird etwas rauchiger, so dieses sehr, sehr Süße. Es verschwindet doch ein bisschen mehr. Ne? Die Honignote, die zieht sich immer mehr zurück, finde ich. Und auch dieser ja, der Tabak, ne? der feuchte Tabak, er trocknet in der Sonne sozusagen. Also der, wie gesagt, wird etwas rauchiger, trockener. Ganz klar, ne? Die Vanille, die bleibt so unten drunter, ist aber auch eine tendenziell eher trockenere Vanille. Also nicht so super schwer und süß, muss man sagen. Ja, aber prinzipiell ist das so ein bisschen der Ausklang. Also ein etwas rauerer Tabak, ein bisschen kratziger hinten raus, aber immer noch total gefällig und angenehm. Also jetzt, da gibt es andere Kandidaten. Schon so im Galar-Gefälligkeitsstil ist das gemacht. Wie gesagt, Honig zieht sich immer mehr zurück. Leicht trockene Vanille drunter, aber Duft hinten raus dennoch. Ja, dieser feuchte Tabak ist so ein bisschen weg und er ist einfach etwas rauer. Nicht mehr ganz so cremig, weich, süß gestaltet. Ja, interessant, schön. Ja, irgendwie, aber ich muss sagen, hat es mich gar nicht so krass abgeholt. Weiß auch nicht warum. Irgendwie gibt es schon so viele Tabakdüfte, die immer so diesen süßen Hintergrund haben. Da gibt es durchaus halt schon einiges. Deshalb weiß ich nicht, ob es da noch einen braucht. Er passt so von der Machart her auf jeden Fall in dieses ja, Galar-Line-Up mit rein.
Das muss man ihm schon zugestehen. Er war auch ziemlich stark, also er hat schon gut Power gehabt. Der hat wirklich gut 10 Stunden gehalten, das war gar kein Act. Ich finde, es ist sehr stark auch projiziert am Anfang. Das wird natürlich wesentlich dezenter mit der Zeit. Aber ja, für einen Geladuft war er doch ein Ticken extrovertierter. Das kann man ihm zugestehen. So, netter Release, aber ist ja auch nicht immer günstig, ne? Und dann weiß ich nicht, ob ich die 300 Euro dafür ausgeben wollen würde. Schwierig. Nächster Duft ist echt so ein krasses Highlight, muss ich sagen, was ich letzte Woche auch erst entdeckt habe. Denn die liebe Tiziana, kennt vielleicht der eine oder andere von Instagram, macht sie ja immer viel, hat mir einen Duft gezeigt, und zwar den Ingenious Ginger von Golfy the Manx, also irgendwas mit Ingwer. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich wusste auch nicht, dass ich mir eine Probe bestellt habe. Die habe ich dann erst im Nachhinein hier gefunden. Und dementsprechend wollte ich euch den Duft natürlich auch heute näher bringen. Denn das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Teil. Also klar, Ginger, ne, also ein Ingwerduft, merkt man anfangs, ist wirklich so ein schöner, spritziger, so ein richtig frischer Ingwer, den man gerade so abschneidet. Ne, und man kriegt auch ein bisschen diesen leicht scharfen auch und erfrischenden, belebenden Geruch so ein bisschen in die Nase. Das ist sehr, sehr stark vorhanden. Aber was schön ist, das Ganze wird gleichzeitig total geglättet und ein bisschen abgerundet durch eine sanfte Mandarinennote. Auch die kriegt man gut raus. Und vor allem diesen immer stärker werdenden Hintergrund, ne, so ein bisschen Sandelholz, Vanillecreme-artig anmutet. Also das ist echt eine coole Kombo. Das ist wirklich, es geht total schön ineinander über. Ne? Einmal dieses scharfe, intensiv spritzige und dann plötzlich dieses total kontrastreiche, weiche hinten dran, weiche, vanillige, sehr cremige. Das geht wirklich toll ineinander über und macht den Duft weder zu spritzig, zitrisch, also so zu unangenehm zitrisch, sage ich mal, noch ist er irgendwie zu schwer süß, irgendwie ertränken, also gar nicht. Also es ist genau die richtige Balance und ich finde, er riecht auch sehr hochwertig für so ein Goldfield & Banks. Na, die meisten riechen gut. Manche haben, ich finde, manche Frische von denen haben so ein bisschen, ja, so ein kleines Manko, wie sie riechen. Ne? Die riechen manchmal ein bisschen billig. Aber hier nicht der Fall, finde ich. Es wird natürlich über die Zeit hinweg wesentlich weicher, cremiger. Dieses Süßliche zieht sich natürlich mehr rein. Ne? Die frischen Noten vom Anfang, vor allem der Ingwer, der wird immer weniger, aber dennoch bleibt der Duft oder behält er so eine gewisse Leichtigkeit. Also er wird nie zu schwer. So ein bisschen Moschuspuder noch mit rein. Also es wird dann so eine ganz schöne, fluffige, leichte, weiche Vanillecreme eben durch den Moschus aufgelockert. Wirklich ein richtig, richtig, richtig schöner Duft. Also stelle ich mir eigentlich in allen Jahreszeiten, muss ich sagen, gut vor. In jeder Situation ist so ein Duft, der passt irgendwie locker, casual, wie auch immer, kriegt man aber auch, kann man auch top, schick und so weiter tragen. Also ich finde wieder so ein Duft, der irgendwie alles kann. Klar, er könnte ja vielleicht ein Hauch stärker sein, wenn man sagt, ich will den auch im Winter gut tragen. Aber selbst durch den Hintergrund, durch die Vanillenote, hält er sich eigentlich ziemlich gut. Natürlich jetzt nicht so der super Brecher, gar keine Frage. Er könnte ein bisschen mehr performen. Ich muss ihn noch das eine oder andere Mal tragen. Werde ich auch machen, weil, wie gesagt, toll. Ich habe schon geguckt, ey, den kaufe ich mir bestimmt. Also der ist wirklich toll. Der hat mir super, super gut gefallen. Ich würde sagen, er ist vielleicht ein Hauch feminin, aber mir macht das ehrlich gesagt nichts aus. Und ja, gerade so. Also ich würde sagen, es ist eher so ein Herbst-Sommer-Duft. Überwiegend, aber kann man genauso in allen Herbst-Sommer, Frühling-Sommer meine ich, Duft, aber kann man irgendwie auch immer tragen. Also wie gesagt, ist echt wunderschön. Wenn den mal seht, der Parfümerie, die sind zum Glück auch echt nicht so teuer. Die kriegt man jetzt zum Teil echt für einen guten Preis. Die Goldfield & Banks, checkt den mal ab. Der ist wirklich gut geworden. Also hat mich abgeholt, überzeugt. Hätte ich nicht gedacht, dass die Marke mich nochmal bekommt. Aber gut, soll es immer wieder geben. Letzter ist ein Montalduft, der Oud Island. Also, dann denkt man ja schon so, ne? Ganz viel Oud, ja, es wird stinken oder irgendwas in der Richtung. Nee, gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Also, ist auch wieder so ein Zitronencremeduft irgendwo, aber so etwas ledrig, dunkel, untermalt. Bisschen Tuberose mit bei. Also, das. Ja, das Island-Thema ist für mich hier eher so als ein bisschen Sonnencreme-Urlaub aufgegriffen. So verstehe ich es. Wie gesagt, ja, die Tuberose, die wirkt so leicht sonnencremeartig.
Habe ich da aufgeschrieben. Also, so ein Film Vibe trägt man so ein bisschen raus. Aber es ist echt eher so am Rande, so irgendwo dazwischen und oben drüber eigentlich, wie gesagt. Ja, so was sehr Zitroniges, aber eher so süß-zitronig. Also nicht so dieses Erfrischende, eher so ein bisschen geglättet. Und drunter einfach so eine eher harzig, ledrige, weiche Note. Ja, eher sanft habe ich geschrieben. Also spannend, es passiert super viel. Was ich auch sagen muss, er wirkt mir jetzt nicht zu synthetisch stechend wie so manche andere Montal-Düfte. Also das geht auch völlig klar, aber er hat schon Kraft. Also er ist schon, würde ich sagen, jetzt so der stärkste von den dreien gerade. Auch so von der Intensität her, das merkt man schon stark in der Nase. Nun ja, wie geht's weiter? Ne? Das Zitronige verschwindet mit der Zeit. Das Leder zieht sich so ein bisschen mit rein. Aber es ist eher, wie gesagt, es ist ein weiches Leder, es ist angenehm, es ist nicht so ein tief dunkelschwarzes Leder, es hat böse gegerbt, da durchkommt, also gar nicht. Ja, leicht dunkelharzig und dennoch, ne, dieses leicht Zitronige ist vom Anfang immer noch ein bisschen da mit der Zeit. Aber es zieht sich natürlich immer mehr zurück. Umso später es wird, das ist logisch. Und hinten raus, ja, rauchig, harzig, vanillig, leicht ledrig. Aber dennoch, der Duft, vielleicht auch der Tuberose geschuldet, behält so eine gewisse Weichheit, so was Weiches, was auch nicht allzu Schweres. Also. Ja, er bleibt eigentlich sehr, sehr angenehm. Die ganzen dunklen Noten sind ja dunkel im Kontrast zum Opening, aber jetzt nicht ultra düster. Deshalb ist es super tragbar und eigentlich recht angenehm. Es hat mich ein bisschen an einen von diesen neuen Mystery Modern Marks erinnert, diesen Fanta-Duft da. Jetzt, wie hießen die wieder? Einer von den neuen auf jeden Fall. An den Noten wird man sehen, in einem ist nämlich Leder und Iris drin, an denen. Ja, nur noch mal ein Ticken, ja, weniger frisch, sage ich jetzt mal. Aber irgendwo hatte ich da so ein bisschen was im Hinterkopf. Ja, auch der, ne, montaltechnisch ziemlich stark, gut performt, sehr stark projiziert, das Übliche bei denen, also ja, weit über einen Tag hinweg. Kein Thema. Jetzt gibt es aber noch ein paar Empfehlungen meinerseits, denn ja. Es wird grauer und herbstlicher hier draußen. Ihr werdet es nicht sehen, aber ich sehe es und ich glaube, man sieht es vielleicht auch am Licht. Ich trage ja immer sehr, sehr gern Kaffeedüfte. Aha, passend dazu. Habe ich mir hier einen Kaffee gemacht? Nein, habe ich mir echt nur fürs Video gemacht. Ich warte immer so 1,5 Stunden bis nach dem Aufstehen und dann trinke ich, wenn überhaupt, erst Koffein, damit der Crash danach angeblich nicht eintritt. Aber kleiner Tipp am Rande. Dennoch, wir haben Kaffeedüfte, die verursachen jetzt zum Glück keinen Koffein-Crash. Aber der wird doch schon im einen nicht mehr getragen, wie man sieht. Wir fangen mal an. Wir haben viele, viele verschiedene Varianten. Also wir haben drei verschiedene Kaffeedüfte, die alle in eine sehr unterschiedliche Richtung tendieren. Der allererste ist der Follow by Kerosene. Auch so eine Indie-Brand bisschen. Die, ja, wo gibt es denn die eigentlich? Ne? Die gibt es auf jeden Fall zu bestellen in Deutschland. Woodburg oder so heißt der Shop. Ich glaube, der einzige, der die hat, Düfte, der hat damals, boah, 130 € sowas in der Richtung gekostet, auf 100 ml. Ein sehr, sehr, sehr intensiver Kaffeeduft. Also, die meisten haben ja oft so ein bisschen intens Kaffee, glaube ich, von Montalo, so ein bisschen im Kopf, was eher so rosenlastig, super süß, ertränkend ist. Das hier das Gegenteil. Wir haben einen unfassbar herben, kräftigen, schwarzen, trockenen, beißenden Kaffeegeruch. Also der ist total, fast schon so ein bisschen kratzig, frisch geröstet. Also wirklich so ein tief schwarzer, kratziger Kaffee einfach. Ne? Also gar nichts, keine Süße mit drin. Also wenn doch ein bisschen, ja, aber jetzt nicht in diesem Maße, wie man es oft kennt, sondern eher so dezent im Hintergrund, was irgendwann so ein bisschen mehr mit reinkommt. Aber auch das Blumige fehlt. Also keine Kaffee mit Blumen, ist ja oft eine Mischung. Kriegen wir auch noch hier. Aber das fehlt hier auch. Es ist wirklich wie frisch geröstet, total herb und ganz belebend einfach. Ne? Also das ist so der doppelte Espresso, den man braucht, um sich wirklich Koffein reinzuschießen. Das wäre quasi das in einem Duft. Ich muss sagen, er ist schon sehr, sehr brutal, wenn man ihn trägt. Also er wird wahrgenommen, er ist sehr intensiv um einen rum. Und
Ich weiß nicht, ob er vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen zu nervig ist. Also das ist schon das ganze Thema so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich finde es irgendwie übel geil, aber man muss schon Bock drauf haben an dem Tag. Also es ist nichts, wo ich sage, jo, den kaufe ich mir und den trage ich halt täglich. Also dafür ist er vielleicht doch etwas zu speziell, zu experimentell. Aber dennoch mal so ein sehr herber Kaffeeduft und das macht ihn auf jeden Fall aus. Dann haben wir so jetzt hier in der Mitte zwischen diesen dreien auch so das Mittelfeld, so der tragbarste Kaffeeduft, würde ich sagen. Der universell nutzbarste, das ist der Intoxicated von Kilian. Ich finde, der beste Duft der Marke, der auch nach wie vor noch kaufbar ist. Und auch einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Grüße gehen raus an Max, der hat den sich ja damals gekauft, als er mich das erste Mal hier besucht hat in Stuttgart. Das erste Mal, ich glaube auch irgendwas gedreht haben. Ich glaube, einen Livestream so gemacht haben. Ne? Das ist immer gute Erinnerung daran. Ja, Intoxicated, also auch hier eine herbe Kaffeenote, so erinnert sehr stark an diese arabischen Kaffees, türkischen Kaffees, die man so in diese Richtung bekommt. Also nicht unbedingt dieser Milchkaffee, wie man es jetzt hier bei uns eher vorfindet, sage ich mal. Durchaus herb und etwas dunkel gestaltet hier diese Kaffeenote, aber sie wird begleitet von schönem würzigen Kardamom, macht das Ganze natürlich nochmal wesentlich mehr tragbarer als ein Duft sozusagen, also man riecht da nicht wie eine laufende Kaffeemaschine. Also durch gibt dem Ganzen auch so einen sehr spannenden, würzigen, interessanten und auch leicht kühlenden Effekt. Also auch das hier so ein Duft, der tatsächlich, finde ich, sehr universell tragbar ist, jede Jahreszeit. Ich trage den auch im Sommer und da vielleicht ein bisschen dezenter dosiert, aber auch das funktioniert dadurch sehr, sehr gut. Und dennoch, ne, ist, umso später es wird, kommt hier eine gewisse Süße, eine gewisse Vanillenote auch mit rein. Aber alles in so einem Maß, dass es total erträglich ist und sehr ausbalanciert ist. Und nichts irgendwie jetzt völlig einnimmt oder zu brutal oder zu stark stechend rauskommt. Also für mich eigentlich einer der nutzbarsten Kaffeedüfte überhaupt. Auch ein Duft, auf den man, also immer wenn ich ihn trage, habe ich auch recht drauf angesprochen, weil der ist so ein einzigartiger, ist spannend und es ist auch in der Projektion, da kommen immer wieder so andere Sachen durch. Wie gesagt, mal mehr ein bisschen dieses Kaffee-Kardamom-artige, aber manchmal auch ein bisschen so dieses leicht süßlich-weichere. Es macht richtig Spaß. Also den Duft, der macht irgendwie süchtig, habe ich so das Gefühl. Der ist sehr einnehmend und also einnehmend im positiven Sinne, jetzt nicht, dass er Räume füllt, aber einnehmend im Sinne von, dass man ihn gerne schnell lieb hat, so meine ich. Also total, total tolles Teil. Gerne mal ausprobieren. Ich finde, wie gesagt, nach wie vor ein Kilian-Duft, der auch abliefert, gut performt, so um die 7-8 Stunden, aber dann ist meistens auch schon Schluss. Aber ich finde, es reicht. Also ist okay und nicht so wie manche andere, die mittlerweile da echt etwas tot gemacht wurden. Jo. Gut, jetzt haben wir was anderes. Und zwar, wie schon genannt, blumig wird es ein bisschen. Der Passion Schoko. Ein Duft von Nishane, den, glaube ich, gefühlt niemand, fast niemand kennt von denen. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt auch noch gibt. Ich glaube sogar fast nicht. Ja, wir haben zwar hier Schoko drin oder im Namen stehen. Ich finde, es ist allerdings ein sehr blumiger Kaffeeduft. Also es hat klar so ein bisschen eher Milchkaffee-Vibes, wenn dann, also ein sehr kantenloser Kaffee, der jetzt nicht wirklich, ich sag mal, super herb und kratzig oder sowas daherkommt, überhaupt nicht, sondern wirklich ganz weich, so ein bisschen fruchtig-säuerlich das Ganze auch begleitet, ne? Passionsfrucht oder sowas ist mit drin. Auch das merkt man, aber auch nicht zu sehr. Also es ist alles so sehr ineinander verwoben, alles sehr ausgeglichen, ausbalanciert. Ich habe ihn schon lange nicht mehr getragen, muss ich sagen. Also wie gesagt, eben dieses säuerliche, aber dennoch eher milchkaffeeartige, also wie gesagt, ganz weicher, nicht herb. Es wird dann spannenderweise immer blumiger, muss man zugeben. Also so sehr blumig, süßlich mit der Zeit. Klar, eben hinten raus auch Vanille und Co. Also das kommt auf jeden Fall immer mehr raus. Ist dann fast schon so ein bisschen wie Kaffee mit... das stimmt nicht. Ihr kennt ja bestimmt dieses Affogato, das italienische Dessert, also Espresso mit Vanilleeis. Das stimmt nicht ganz. Sagen wir eher einen Latte Macchiato mit Vanilleeis. So diese Richtung dann eher. Und das Ganze irgendwo so getoppt mit so einem Blumenkranz drumherum. So könnte man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Also...
spezieller Kaffeeduft, sehr speziell. Die Kaffeenote ist hier auch jetzt nicht so im Vordergrund und wird immer gerne abgelöst von anderen Elementen. Ich finde es aber irgendwie so einfach einen schönen Duft, der ist auch ultra komplex. Also ihr merkt schon, es ist super schwierig zu beschreiben. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr getragen, aber es ist was ganz Einzigartiges, sage ich jetzt mal. Und ich will jetzt nicht so viele Worte zu der Marke verlieren, aber hebt sich durchaus ab von deren, naja, mittlerweile etwas uninspirierteren Düften. Ich sage es so. Aber gut, dennoch, das waren jetzt mal so drei Kaffeedüfte, die völlig andere Richtung einschlagen, und die obligatorischen Sirenen haben wir auch. Ha, es wird sich bald ändern, ich ziehe bald um, ich sag's euch. Dann habe ich wohlige Ruhe. Niemand wird bei mir auf die Nerven gehen. Naja, nächstes Thema. ABC, R wie am Rätseln. Ich habe einfach irgendwas Rauchiges genommen. Rauchige Noten. Ja, wie entstehen die in Düften? Da gibt es natürlich lauter verschiedene Komponenten. Ich glaube, es wird jetzt auch kein langer Part. Es wird tatsächlich oft erzeugt durch gewisse Harze, ne? Also wir haben hier Galbanum und Labdanum oftmals in Düften. Hatten wir heute auch schon irgendwo mit drin, die ja gerne so etwas sehr Rauchiges mit sich bringen. Allerdings gibt es auch immer noch so ein paar Steigerungen. Also wie gesagt, ich finde, es gibt auch sehr rauchige Patchouli-Noten. Da fällt mir jetzt spontan, ne, der Marc Gebauer ein, der Airtiger. Das ist ja wirklich so ein sehr rauchig, ledriger Patchouli-Duft, total kratzig. Also, das wäre für mich auch sowas sehr, ja, fast schon Rauchiges. Weihrauch natürlich dürfen wir nicht vergessen, das ist ja, glaube ich, selbsterklärend. Und sehr interessant, ledrige Düfte, beziehungsweise welche, die so auf dieser Birkenteer-Basis gemacht sind. Ich finde, auch die wirken immer sehr rauchig. Und ich glaube, umso intensiver und ausgeprägt, auf allem diese Birkenteernote ist, umso krasser wird es zum Teil. Ne? Da, also ich hatte mal einen Duft vom Jonas, hier auch Grüße an dich, der hieß Leschflamm. Das war ein Duft, also das war irre. Der hat wirklich, also wie eine Räucherkammer gerochen. Sowas habe ich noch nie erlebt, also wirklich verrückt. Es war so übertrieben, also wirklich übertrieben. Man hat wirklich gedacht, auch so, ja, in so einem Stück Kohle aus dem Lagerfeuer am nächsten Tag irgendwie komplett die Nase reinzustecken und reinzuriechen. Also es war so rauchig, speckig, intensiv, also unerträglich, wirklich, ganz, ganz schlimm. Das war wirklich geisteskrank. Nee, aber da gibt es viele Möglichkeiten, Düfte einfach irgendwie rauchig zu gestalten. Könnt ihr auch immer gerne ergänzen hier und korrigieren, das ist ja immer gewünscht, gar keine Frage. Ansonsten ist mir echt nichts Gescheites eingefallen bei R. Also wie gesagt, auch gerne Buchstabenvorschläge für das, was noch kommt. Und wir fangen ja wieder von vorne an. Also gesehen, da bin ich sehr, sehr offen für. Das wäre super. Gut, ja, dann beenden wir das Ganze für heute hier. Es gibt eigentlich sonst nichts mehr anzukündigen. Ja, Woche ist durch. Nächste Woche gibt es wieder neue Sachen. Hab genug am Start. Mazera Red Tobacco Intense. Oh ja, den habe ich gestern auch getragen. Der war wirklich gut. Der war richtig gut. Seid mal gespannt. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ciao, ciao.